Wir sind gelandet bei den weitgehend politischen Zielen, die sich wiederfinden in SDG 9, 10, 16 und 17. SDG 9 ist Industrie, Innovation und Infrastruktur. Ich hatte schon in einer früheren Passage erwähnt, dass Infrastruktur etwas ist, was politisch getrieben wird. Hier geht es eben darum, hochwertige, verlässliche, nachhaltige, widerstandsfähige und grenzüberschreitende Infrastruktur aufzubauen, vor allem in Entwicklungsländern bzw. Ländern des globalen Südens. Es geht um inklusive und nachhaltige Industrialisierung, die gefördert werden muss. Auch geht es darum, Zugang kleinerer Unternehmen zu Finanzdienstleistungen zu verbessern, was momentan möglicherweise forciert werden wird mit der EU-Taxonomie-Verordnung, die ja die Finanzströme hin zu ökologisch nachhaltigen Unternehmen lenken soll. Hier im SDG 9 geht es auch noch darum, Infrastruktur und Industrie in Richtung Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung zu modernisieren. Wie ich schon erwähnt habe, der EU Green Deal zielt ja ganz stark auf Kreislaufwirtschaft ab. Das wäre eben eine Lösung, die hier total adäquat wäre, weil wenn wir Ressourcen im Kreislauf führen, dann brauchen wir nicht ständig neue auszubeuten, was ja auf einem ressourcenarmen Kontinent wie Europa eigentlich eine aufgelegte Geschichte wäre. Dann brauchen wir nämlich nicht ständig diese Abhängigkeiten aus dem Ausland spielen und können einfach suffizienter hier in Europa arbeiten. Natürlich ist es dazu auch notwendig, Forschung und Technologieentwicklung und Innovation generell zu fördern an den Hochschulen durch Forschungsförderungsgelder, wie wir sie hierzulande zum Beispiel von der FFG erhalten. Und es geht auch um den Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien. Der gehört unbedingt erweitert, auf jeden Fall eben auch wieder in den Ländern des globalen Südens, vor allem in den am wenigsten entwickelten Ländern. Wir sind ja mit der Digitalisierung hier in Europa schon relativ gut unterwegs. Wir haben schon relativ breite Versorgung mit Informations- und Kommunikationstechnologie. In anderen Regionen der Welt ist das leider nicht so. Wobei, vielleicht ein kurzes Beispiel aus Ostafrika zu diesem Thema. Dort wurde vor vielen Jahren ein Bankensystem entwickelt, das ausschließlich über Mobiltelefonie funktioniert. Erstaunlicherweise haben doch sehr, sehr viele Menschen in Afrika Mobiltelefone. Dann gab es eben in Silicon Savannah, wie das heißt, in Kenia, in einem Technologiezentrum diese Entwicklung hin zu einem komplett mobilen Bankensystem. Also M-Pesa heißt das Unternehmen, hat keine einzige Bankfiliale, alles funktioniert eben nur über Mobiltelefonie, was auch den Vorteil hat, dass einem dieses Guthaben am Handy nicht geklaut werden kann. Wenn ich mit Bargeld unterwegs bin, dann kann mir irgendjemand dieses Bargeld stehlen. Das Bankensystem am Handy funktioniert einfach ohne dieses Risiko. Das Ziel 10, weniger Ungleichheiten. Es mag Sie daran erinnern, dass wir schon von Geschlechtergleichheit gesprochen haben. Das ist hier weniger das Thema. Hier geht es in erster Linie darum, unterschiedliche Länder und Gesellschaften sozusagen aneinander anzugleichen und hier Ungleichheiten auszumerzen. Zum Beispiel geht es eben darum, das Einkommenswachstum der ärmsten 40% der Bevölkerung weltweit anzuheben. Also da ist Österreich auf jeden Fall mal ausgenommen. Es geht um soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion für ein selbstbestimmtes Leben für alle. Das gehört unbedingt gefördert. Es geht natürlich darum, Chancengleichheit zu gewährleisten und zwar auf allen Ebenen, Finanzhilfen und ausländische Direktinvestitionen zu verstärken, um eben die Länder mit den geringsten Einkommen sozusagen ein bisschen auf ein anderes Niveau zu heben. Das Ganze kann man tun durch fiskalische, lohnpolitische und Sozialschutzmaßnahmen, um eben die Gleichheit zu erhöhen. Regulierung und Überwachung der globalen Finanzmärkte und Finanzinstitutionen ist ein weiterer Punkt. Das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema, weil die globalen Finanzmärkte und Finanzinstitutionen auch so stark miteinander verstrickt und verknüpft sind, dass hier Regulierung und Überwachung nur teilweise möglich ist. Und die Frage ist auch immer,
wie weit bringt das auch etwas oder sollte man sich vielleicht einfach neue Systeme überlegen? Natürlich muss man in die internationale Wirtschafts- und Finanzinstitutionen auch Menschen aus Entwicklungsländern einbinden. Da geht es um Mitsprache, weil dann eben die Themen dieser Länder wahrscheinlich mehr Präsenz bekommen und mehr Gewicht bekommen und besser berücksichtigt werden können, als wenn wir immer nur aus unserer nördlichen Sicht unter Anführungszeichen auf die Themen schauen. Und last but not least findet sich hier das Thema Migration wieder. Es geht nämlich darum, Migration geordnet, sicher, regulär und verantwortungsvoll zu gestalten, damit eben keine Katastrophen passieren, wenn Migrationsströme sich in Bewegung setzen. Das Ziel 16 klingt eigentlich schon nach einem ganz politischen. Hier geht es um Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Wir starten mit dem Thema Frieden. Es geht darum, alle Formen von Gewalt zu bekämpfen, vor allem Missbrauch, Ausbeutung von und Gewalt gegen Kinder. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Weiters geht es darum, die Rechtsstaatlichkeit zu fördern und einen gleichberechtigten Zugang zur Justiz für alle sicherzustellen. Das ist nämlich auch leider nicht selbstverständlich in vielen Ländern. Illegale Finanz- und Waffenströme sowie organisierte Kriminalität sollen durch internationale Zusammenarbeit minimiert, wenn möglich sogar abgeschafft werden. Korruption und Bestechung soll ebenfalls erheblich minimiert werden. Das ist auch ein Thema, das für Unternehmen mit globalen Lieferketten interessant ist. Deswegen findet sich dieses SDG auch in manchen Nachhaltigkeitsberichten von großen Organisationen. Des Weiteren brauchen wir leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen. Auch hier wieder vielleicht ein kurzer Verweis auf die EU und die neuen Berichtspflichten bzw. Taxonomieverordnung, wo viele dieser Themen enthalten sind. Entscheidungen sollen bedarfsorientiert, inklusiv, partizipatorisch und repräsentativ getroffen werden. Das heißt, auch hier müssen alle Menschen eingebunden werden, alle Institutionen eingebunden werden, was eben auch bedeutet, dass es eine Teilhabe der Länder des globalen Südens an globalen Lenkungsinstitutionen geben soll und muss, sprich die Vereinten Nationen und ihre Unterorganisationen müssen noch in viel stärkerem Maße eben Repräsentanten und Repräsentantinnen aus den Ländern des globalen Südens einbinden. Weiters geht es auch darum, alle Geburten zu registrieren, alle weltweiten Geburten zu registrieren, damit auch alle Menschen eine rechtliche Identität haben und damit auch Zugang zu Sozialleistungen und Dienstleistungen erhalten. Und der letzte Punkt, es geht auch um öffentlichen Zugang zu Informationen und Grundfreiheiten, die jeder Mensch hat. Das ist ja auch ein Thema, das wir bereits in den Menschenrechten, in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wiederfinden. Dann kommen wir zum letzten Ziel, das Ziel 17, das ich auch ein bisschen als Metaziel über allen anderen ein bisschen übergeordnet sehe. Das große Thema ist hier Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Das heißt, es geht ganz stark um globale Zusammenarbeit, um die Probleme und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, zu lösen. Das Ziel 17 ist unterteilt in 4 Teilbereiche. Zunächst geht es mal um die Finanzierung, weil das alles kostet natürlich viel Geld. Das heißt, wir brauchen auch eine internationale Unterstützung bei der Erhebung von Steuern und Abgaben. Es gibt ja immer noch zahlreiche Steuerparadiese beziehungsweise eben auch Menschen, die Steuersysteme umgehen. Aber wenn keine Steuern gezahlt werden, dann kann es auch keine staatlichen Einrichtungen geben, die gewisse Sozialsysteme, Dienstleistungen, Pensionen, wie auch immer, auszahlen können. Dann geht es eben auch darum, Zusagen der öffentlichen Entwicklungshilfe einzuhalten, nämlich 0,7% des BIP bzw. 0,2% für die am wenigsten entwickelten Länder. Soweit ich weiß, diese 0,7% hat Österreich bis jetzt nicht wirklich eingehalten. Ich glaube, das habe ich eh schon mal erwähnt. Und dann geht es eben noch um Finanzmittel für Entwicklungsländer, um die Förderung der Schuldenfinanzierung bzw. auch Entschuldungsprogramme, die wahrscheinlich anstehen werden,
oder eine Umschuldung und Investitionsfördersysteme. Wenn ich mir die letzten 2 Jahre oder 2,5 Jahre anschaue, diese ganze Pandemieentwicklung weltweit, wo wir alle ganz viele Schulden gemacht haben, also ich kann mich an die Worte des Bundeskanzlers erinnern, koste es, was es wolle, werden wir diese Krise meistern. Also die Staatsverschuldung ist generell extrem wieder in die Höhe geschossen und ich denke, da könnte man Entschuldungsprogramme wahrscheinlich momentan sogar lockerer durchführen, als das vielleicht in den letzten Jahren noch war, wo die Ungleichheit zwischen den Schuldenständen, zwischen den einzelnen Ländern, vor allem Nord-Süd-Gefälle, noch viel größer war. Der zweite Punkt für die Partnerschaften ist der Punkt Technologie. Wir haben das in einigen der vorangegangenen SDGs teilweise auch schon gehört. Es geht ganz viel um Technologietransfer und eben Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit bei den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Innovation und globale Technologieförderung auch über die Vereinten Nationen. Es geht um die Entwicklung, den Transfer und die Verbreitung von umweltverträglichen Technologien, weil es da teilweise sehr viel Know-how in den Ländern des Nordens gibt, aber weniger in den Ländern des globalen Südens. Also da geht es ganz stark eben auch wieder um diesen Technologietransfer. Und es geht auch um Kapazitätsaufbau für Wissenschaft und Technologie in den am wenigsten entwickelten Ländern, insbesondere eben zum Thema Informations- und Kommunikationstechnologie, weil wir damit einfach ganz viele Dinge ganz stark fördern und vorantreiben können. Der vorletzte Punkt, Kapazitätsaufbau, also es geht darum, einfach generell gezielt und effektiv Kapazitätsaufbau in den Ländern des globalen Südens zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele zu fördern und zu erreichen. Und das Ganze hängt natürlich auch mit dem Handelssystem zusammen. Wir leben in einer globalen Welt und es braucht ein universales, regelgeschütztes, offenes, nicht diskriminierendes und gerechtes multilaterales Handelssystem unter dem Dach möglicherweise eben der Welthandelsorganisation, die eigentlich ja dafür da ist, aber auf Basis der Entwicklungsagenda von Doha. Zusätzlich müssten die Exporte von Entwicklungs- oder Ländern des globalen Südens deutlich gesteigert werden, vor allem eben jener Länder, die am wenigsten entwickelt sind. Dort sollten sich die Exporte bis 2020 verdoppeln. Ich hätte keine Zahlen gesehen, dass das auch tatsächlich umgesetzt werden konnte. Und es geht natürlich auch um die rasche Umsetzung und Erleichterung eines transparenten Zoll- und kontingentfreien Marktzugangs für die am wenigsten entwickelten Länder laut WTO. Also gerade im Handel haben wir auch ganz, ganz große Unterschiede und Disparitäten, die nicht nur daran liegen, dass die Volumina unterschiedlich sind, sondern eben auch daran liegen, dass die weniger entwickelten Länder in erster Linie Rohstoffe exportieren, die nicht so hohe Preise erzielen wie verarbeitete Produkte. Die werden alle in den entwickelten Ländern produziert und damit kommt automatisch, wird diese Spirale immer weiter getrieben und der Unterschied wird immer größer. So, das wären jetzt alle Ziele gewesen. Im letzten Teil geht es dann noch darum, und wie setzen wir die im Unterricht um?